Wie einfach ist die Anwendung wirklich? Das wollen wir im Praxistest herausfinden. Heute Morgen an der Realschule in Hückeswagen. Wir sind verabredet mit Schulleiter Thorsten Schmalt. Er möchte die Selbsttests für uns mit seiner Klasse ausprobieren. Wie sind so Ihre Erwartungen? Ich bin mal sehr gespannt, ob unsere Schülerinnen und Schüler damit zurechtkommen. Was die Österreicher können, können wir doch auch. Das wollen wir gleich mal testen. Das wollen wir gleich testen, ja. Für die Schüler der 10B ist heute der erste richtige Schultag nach 2 Monaten Homeschooling. Schön, dass ihr nach so vielen Wochen endlich wieder bei uns seid. Geht's euch gut allen? Kurz vor Weihnachten war der ganze Abschlussjahrgang in Quarantäne. 2 Schüler waren positiv getestet worden. Seitdem schwingt die Angst mit, dass noch einmal einer der Schüler das Virus in die Klasse bringen könnte. Die Selbsttests könnten etwas Gewissheit bringen. So, hat jeder jetzt so ein Testkit bekommen? So, dann öffnet die bitte schon mal und guckt euch die Bedienungsanleitung an. Eine Kurzanleitung steht direkt in der Testkarte. Schritt 1, den Tupfer nacheinander in beide Nasenlöcher einführen und 5-mal drehen. Das kitzelt ziemlich. Okay, komm. Unangenehm? Ja, geht. Oh, mehr ran. Rein. Noch weiter? Ja. Das war schon voll weit, ich kann Nein. nicht mehr weiter. Zweitens, den Klebestreifen entfernen und den Tupfer richtig platzieren. Anschließend kommt die Pufferlösung zum Einsatz. 6 Tropfen drauf, tropfen und dann drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machst du es zu und wartest auf das Ergebnis. Spannend, sehr spannend. Sowas haben wir ja auch nicht jeden Tag. Aber warum nicht? Mal was völlig Neues. 15 Minuten dauert es, bis der Test bei allen in der Klasse dasselbe Ergebnis zeigt. Negativ. Was wohl einfach. Mit dem Abstrich ein bisschen komisch, aber wenn man darauf auf Corona positiv oder negativ getestet wird, würde ich sagen, lohnt sich das trotzdem. Für die 10B war der Selbsttest kein Problem.